Ich baue eine Totholzsäcke. Wie das geht und wozu das nützlich ist, erkläre ich euch hier. Eine Totholzsäcke ist eine Mischung aus einem Zaun und einem Totholzhaufen. Und sie besteht aus Baumschnitt und ist eingefasst von Pfosten. Und ich finde sie sehr praktisch. Und das sind die vier Punkte, die für mich für eine Totholzsäcke sprechen. Erstens, sie bietet Lebensraum für Insekten, Vögel und kleine Tiere, die sich in ihr verstecken können. Und zweitens, sie ist ein Windschutz und kann am Rand des Grundstücks auch Abtrieb von Pflanzenschutzmitteln der Nachbarn abfangen. Und drittens, es ist nicht mehr nötig, anfallendes Pflanzenmaterial zu häckseln oder sonst wie zu entsorgen. Und last but not least, viertens, rein optisch macht eine Totholzsäcke auch etwas her und ich finde, sie ist ein tolles raumgestaltendes Element. Ja, woher kommt das Pflanzenmaterial? Ja, beim Schnitt von Obstbäumen oder Ausdünnen einer Hecke fällt immer Material an, mit der die Totholzsäcke dann gefüttert werden kann. Äste und Zweige verrotten nicht so schnell, als dass man sie auf den Kompost tun könnte und müssen irgendwo hin. Und die Aststücke und Ruten sollten nicht zu kurz geschnitten werden. 1 bis 2 Meter ist ideal, damit die Hecke auch in sich stabil bleibt. Und diese Stücke lege ich dann immer wieder von oben herein, manchmal auch senkrecht, damit sich das Material gut verkantet. Und es macht Sinn, auch gelegentlich darauf zu steigen, um alles schön kompakt zusammenzudrücken. Dadurch wird die Totholzsäcke auch schön blickdicht und stabil. Und nach und nach verrotten die Stücke und sacken ab und dann wird wieder von oben aufgefüllt. Aber zum Schneiden der Obstbäume noch. Es darf nicht rund ums Jahr munter geschnitten werden. Von April bis September ist Schonzeit. Und weder Hecken noch Gebüsche noch Bäume dürfen da geschnitten werden. Lediglich ein schonender Formschnitt ist da erlaubt. Und dabei geht es um den Schutz von Vögeln, Insekten und Fledermäusen, die es sich in der warmen Jahreszeit in den Hecken und Gebüschen gemütlich machen. Ja, und hier seht ihr, wie ich eine Totholzsäcke am Rand des Grundstücks baue. Dazu habe ich mir alte Weinbergstickel besorgt, also Pfosten, die 2 bis 2,50 Meter lang sind und einen Durchmesser von 10 cm haben. Dazu habe ich mich bei Bekannten umgehört und konnte die Pfosten so günstig gebraucht erwerben. Aber auch Baumärkte führen Stickel und Pfosten, die sich für eine Totholzhecke eignen. Und was die Höhe angeht, könnt ihr die Hecke ganz euren Bedürfnissen anpassen. Ich finde um die 2 Meter gut, damit es ein guter Sichtschutz und auch Abtriebsschutz ist. Das ist für mich auch gerade deshalb so wichtig, weil ich auf dem Grundstück ein Hühner- und Schafgehege anlegen möchte. Und die sollen ja nicht unbedingt in den Pflanzenschutzmitteln vom Nachbarn stehen. Also was da auf den Weinberg kommt, hat nicht unbedingt auch was auf dem Schaf verloren. Die Anordnung der Pfosten, das macht man wie folgt. So Totholzhecken sind üblicherweise zwischen 1,5 Meter bis 1 Meter breit und die Pfosten in der Länge, also wie es entlang des Grundstücks oder der Hecke geht, die sollten jeweils nicht mehr als 1 Meter voneinander entfernt sein. Und so fällt nur wenig vom Pflanzenmaterial beim Verrotten aus der Hecke wieder heraus. Und ich arbeite dabei aktuell beim Anlegen der Hecke nach Bedarf. Also nachdem ich im Frühjahr einen großen Teil der Hecke um den Walnussbaum entfernt habe, habe ich angefangen, die Totholzhecke anzulegen. Und sobald ein Teil hoch genug ist und ich mehr Platz brauche, schlage ich die neuen Pfosten in die Erde. Dafür benutze ich eine Handramme. Das finde ich bei der Höhe auch sehr praktisch. Also mit einem Hammer kann ich mir das gar nicht vorstellen. Und so wird die Kraft, mit der der Pfosten in die Erde gerammt wird, verstärkt. Und außerdem habe ich dann noch den Trick, ich mache das immer morgens oder nachdem es geregnet hat, denn dann ist es einfacher, den Pfosten in die Erde reinzukriegen. Und die müssen mindestens 30 cm in der Erde sein, damit sie schön stabil stehen. Und wenn der Boden feucht ist, dann geht das wie von selbst. Ja, ich habe jetzt hier schon circa ein Drittel der gewünschten Strecke nach oben geschafft. Geht dann im Herbst weiter, Stück für Stück, je nachdem, wie viel Baumschnitt anfällt. Also ich liebe echt den Anblick von so einer Hecke und ich finde die auch total nützlich. Aber ich kenne auch Leute, die das total unordentlich und von der Optik her nicht so ansprechend finden. Wie seht ihr das denn so? Schreibt mal einen Kommentar. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ciao.